Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Part von Never Alone. Oh, was passiert jetzt? Wir haben... Oh, das ist gut. Der schreckliche Mann, der Feuerkräfte hat. Oh nein, lass mich los! Was willst du von mir? Er hat die Bolas genommen. Okay, dass ich jetzt die Bolas nehmen muss, ist auch heftig. Ach, er hatte die Bolas gesucht. Warum sucht er denn die Bolas? Der hat Feuerkräfte, der braucht halt keine Bolas. Der kann die ganzen Viecher einfach nur kaputt machen. Oder die Bolas sind irgendwas Heiliges. Wow, der Typ ist übelst schnell. Und hat Feuerkräfte. Lauf, Kleine, lauf, 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 lauf. Nein. Okay, ich habe dann noch ein paar Minuten Zeit, mich schnell noch zu erholen. Wow. Okay, der Typ ist genau über uns. Oh, geh weg. Du kriegst die Bolas nicht, das sind meine. Die habe ich vom Eulenmann bekommen. Die kriegst du nicht. Und liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zum neuen Part natürlich. Der schreckliche Mann verfolgt uns hier die ganze Zeit und versucht halt uns die Bolas zu klauen, aber wir sind schneller als er und tschüss. Wir haben es geschafft. Ja, wir sind zu schnell. Oh, 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 oh. Wir sind auf dem offenen Meer. Nicht gut, nicht gut. Aber wir haben es geschafft. Oh, jetzt sind wir natürlich noch in größerer Gefahr. Denn das offene Meer sind für Menschen sehr, sehr gefährlich. Danach hörte der Sturm kurz auf. Doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Ein weiteres Zitat von Robert Cleveland. Oder auch genannt Nasrock. Ja, Freunde, also der komische, schreckliche Mann hat uns also die ganze Zeit verfolgt bis hin zum offenen Meer. Und ja, er wollte also die Bolas klauen. Was ich mich auch die ganze Zeit frage, ist so, wie schafft das kleine Mädchen eigentlich die ganze Zeit nichts zu essen? Also es ist wirklich ein schlimmer Schneesturm. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt ohne Essen ausgekommen ist, aber so langsam wird es eigentlich Zeit, dass wir mit dem Bolas mal ein bisschen jagen, oder? Damit wir vielleicht irgendwas zu essen kriegen. Vielleicht kommt das später noch alles. Mal gucken, ich bin echt gespannt drauf. 2 Tage ohne Essen. Wow. Sie Heimweh? Ja, guck mal da. Wir sind gestrandet. Auf dem offenen Meer. Da sind Seelöwen. Da Seelöwen. Ja, Seerobben, Seelöwen. Ah, wir haben also wieder Festland erreicht, okay. Okay. Wir haben ein kleines Festland erreicht, aber trotzdem kommen wir natürlich nicht weiter. Da hinten fliegt ein Vogel. Vielleicht benutze ich mal die Bolas, vielleicht funktioniert das. Ja, es hat funktioniert. Wir können weiter. Aber wir haben uns zu früh gefreut, also das Festland haben wir zwar erreicht, aber es ist... Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein Orca-Wal oder sowas raus und macht einmal Ham. Nee, aber zum Glück nicht. Oh, auf jeden Fall rutsche ich alles hier. Da hinten läuft wieder irgendwas. Es könnten wieder Vögel sein, die hier überall rum... rumfliegen auf jeden Fall. Ich muss auch höllisch aufpassen, dass ich nicht auf einmal ins Wasser falle, weil sonst sind wir der Game Over. Oh, schnell runter, das Eis ist tückisch. Wenn wir zu doll raufspringen, auf jeden Fall bricht das Eis.
Und das ist ja auch etwas, was heutzutage sehr gefährlich ist, dass die... Oh ja! Wenn der Fuchs rennt, dann müssen wir uns beeilen. Das ist ja auch ein Thema, was wirklich schlimm ist. Der Klimawandel ist sehr schlimm heutzutage in der heutigen Zeit. Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Wir haben zu lange gebraucht. Oh, er ist erfroren. Er ist erfroren wegen der Kälte. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Gut, ich wusste jetzt nicht, dass ich mich beeilen muss. Ja, ist ja klar, das Eis bricht die ganze Zeit. Jetzt schnell durch. Ja, jetzt sieht es besser aus. Jetzt haben wir es geschafft, okay. Uiuiuiui. Ganz schnell hoch. Der Eisbär! Der Eisbär! Schon wieder ein Eisbär, der uns angreifen möchte. Nein, lass mich in Ruhe, Eisbär. Überall gefahren. Fische! Geisterfische! Die wollen ihn bestimmt gerade ablenken. Banana, komm bitte! Oh nein, ich bin zu früh abgesprungen! Wie fies! Der schubst uns einfach auch ins Wasser! Ein fieser Eisbär! Ja, er weiß, dass wir halt im Wasser keine Chance haben. Der kann uns hier einfach dann angreifen im Wasser. Im Meer. Oh, ist das ein Riese? Oh, was machen jetzt die Fische? Was machen die Geisterfische? Ach so, die helfen uns jetzt. Na, was machst du jetzt? Oh, wie fies! Oh, wie fies! Das ist fies. Ja, ist ja auch klar, wenn man natürlich da stehen bleibt bei gebrochenem Eis. Ja, das ist jetzt die ganze Zeit, dass das Eis halt bricht. Jetzt müssen wir erstmal warten. Ja, da kommen die Fische. Fische? Fische? Okay, was muss ich hier machen? Die Fische kommen. Und das Ding bricht dann sofort ein, alles klar, gut. Ich habe gerade die Fische unten gesehen. Ich kann jetzt gerade nichts machen, was soll ich hier machen? Kommen die Fische gerade wieder. Nee. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Die Fische kommen auf jeden Fall. Jetzt bricht das Ding wieder ein. Jetzt bin ich sowieso vor Game Over. Okay, wenn ich jetzt zu nah an den Eisbären rangehe. Ach so! Ah, ich muss die Bolas benutzen. Verstehe. Jetzt, was ist jetzt? Ah. Oh, darauf musste man erstmal kommen, dass man den Eisbären nach vorne locken muss. Okay, warte mal. Ich kann auch einfach nur sitzen, oder? Ey, wie geil ist das denn? Man muss irgendwie... Der Eisbär, der Eisbär, der Eisbär. Na, komm. Ich wechsle mal schnell auf sie. Oh, ist das fies. Da kommt er auf einmal. Oh, nein. Ach, ich bin nicht gesprungen. Da kommt der Eisbär auf einmal wieder raus. Ich fühle mich gerade übelst krass wie bei Limbo. Mit der Riesenspinne. Nur die Spinne hat uns ja am Anfang gefressen. Zack. Und rüber. Und er fliegt rein. Da müsste er eigentlich hochkommen. Ja, das ist wirklich so. Die Bären sind hartnäckig, wenn es ums Essen geht. Und der Bär muss natürlich auch um sein Überleben kämpfen. Und er muss natürlich auch um sein Überleben kämpfen und so weiter und so fort. Und versucht natürlich alles, um uns zu bekommen. Ist ja ganz klar.
Die Natur kann sehr, sehr fies sein. Oh, hier muss ich aufpassen, hier darf ich nicht zerquetscht werden. Sie guckt auch noch! Habt ihr gesehen, wie sie geguckt hat gerade? Nicht so, oh, ich muss aufpassen. Oh, jetzt ganz schnell rüber. Ganz schnell hier rein, weil hier passiert mir nämlich nichts. Uiuiui, ich muss auf den Schwein aufpassen. Und da oben finde ich doch was. Da oben ist doch was versteckt. Ich werde mal ganz kurz auf den Fuchs wieder schalten. Nee, halt. Oh. Nee, halt. Oh Gott, das war knapp. Mal ganz nach oben bitte nochmal. Nee, halt. Oh. Nein. Oh, aufpassen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Da oben ist was versteckt, was ich haben möchte. Hoch bitte. Nee. Oh, nein. Oh nein, was zum... Warum fliegt er runter? Warum ist er runtergefallen? Das war gerade irgendwie blöd. Da oben war doch was. Habt ihr das gesehen? Da oben war was versteckt. Oh nein, nein, komm mit. Mach bitte. Das war einfach nur eine... Okay, das war einfach nur eine Eule, die da oben saß. Aber da kann ich das nächste Ding holen. Halt. Wow, das war knapp. Ein Mädchen und ihr Nanook. Ich glaube... Wow. Nein, oh nein! Ui, das war knapp. Das war gerade irgendwie auch sehr seltsam. Halt. Nana, warum springst du denn da runter? Warum machst du denn das? Nana. Das war irgendwie schlecht. Oh, oh, das war, glaube ich, jetzt voll falsch. Nee. Ich glaube nicht, dass uns das Spiel zeigen möchte, wie wir zerquetscht werden, oder? Ich glaube, dann wird sofort ein schwarzer Bildschirm kommen. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Aber das möchte ich nicht zeigen. Ich dachte gerade für eine Sekunde, das Ding fällt jetzt. Wir werden jetzt zerquetscht. Oh, was ist das? Okay, irgendwelche Steine, die hier sind. Wir gehen ganz langsam. Oh, eine Eishöhle. Gucken, was hier oben ist. Oh oh. Oh oh. Das Was muss ich hier tun? Ich muss ihn auf jeden Fall ausschalten. Ich werfe einfach mal meine Bolas. Meine Bolas werden auf jeden Fall helfen. Mal, ich lock die mal kurz her. Toll! Aber ich muss leise sein. Ich muss leise sein. Warte mal. Ich muss leise sein und dann einfach da stehen. Kann ich mich irgendwie hinsetzen? Oh, er hat mich gehört. Er hat mich gehört. Geh mal kurz wieder hin. Bär, komm mal her. Aha. Bam. Nichts gebracht. Zack, zack.
Was muss ich jetzt machen? Ich muss ihn irgendwie besiegen. Jetzt muss ich hier rüberspringen. So. Jetzt muss ich ihn wieder mit dem Bolas wieder treffen. Aha, okay. Und was jetzt? Jetzt muss ich bestimmt, zack. Was muss ich denn jetzt machen? Wow. Perfekt. Ha! Ah, so konnte ich also aus der Höhle entkommen. Eine coole Taktik auf jeden Fall. Ah, also die Natur schlägt jetzt also zurück auf jeden Fall. Übelst cool. Echt coole Idee mit dem gegen den Bossfight, gegen den Eisbären auf jeden Fall. Auch cool, wie du halt wirklich ihn austricksen musst und so weiter. Sowas feiere ich übelst toll. Wir haben jetzt natürlich noch weitere Geschichten hier gehört. Und ich würde mal vorschlagen, ich werde den Part jetzt beenden und werde dann mir noch ein bisschen was anhören auf jeden Fall und gucken, was da noch alles auf uns wartet. Was da noch alles hier für Geschichten kommen und so weiter. Und dann werde ich mir die nochmal richtig schön durchlesen. Alles Wichtige aufschreiben, was wirklich halt interessant ist. Und das werde ich euch natürlich dann halt schön erzählen, weil das finde ich übelst toll. Sowas feiere ich, sowas finde ich übelst schön. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Never Alone mit unserer lieben Nana und natürlich dem kleinen Fuchs. Und ich bin echt immer noch überlegen, ob ich den Fuchs einen Namen gebe, weil das ist, der ist einfach so süß. Der Fuchs ist einfach nur süß. Und ich glaube, ich erzähle euch im nächsten Part etwas über die Karibus und ihre Kleidung. Das werde ich mir jetzt schön in Ruhe mal durchlesen. Wie gesagt, alles Wichtige aufschreiben. Und dann erzähle ich euch im nächsten Part über die Karibus und ihre Kleidung auf jeden Fall, was da alles so ist. Und ich werde, glaube ich, auch noch ein bisschen was über Sila hat eine Seele, werde ich mir noch angucken. Also die beiden Sachen werde ich mir auf jeden Fall jetzt angucken. Alles Wichtige aufschreiben. Und dann halt im nächsten Part euch darüber viel erzählen, was ich da durchgelesen habe und so weiter. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt diese Szenen zeigen darf und so weiter. Ich will ja nicht, dass da irgendwas passiert. Deswegen werde ich es euch alles dann ganz in Ruhe so erzählen, was es mit den Geistern auf sich hat und was es natürlich warum sie so gekleidet sind und so weiter und so fort. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Never Alone. Und das Spiel ist einfach nur toll. Es ist einfach nur schön. Also dann, Freunde, ciao, macht's gut, bis denn, auf Wiedersehen, tschüss.